Heyo Leute, Crymax hier, was geht euch, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, wir sind mal wieder auf dem Weg zu unserer Security-Firma, zu Crymax Security, Leute. Letztes Mal konnten wir unsere Firma ja retten von der Polizei, dank Touren, der hat uns geholfen. Crymax Security ist back, wir sind wieder am Start. Ich hoffe, heute kriegen wir wieder ein paar fette Aufträge rein. Mal gucken, ob unser Mitarbeiter Timmy auch schon wieder da ist, ob der das schon wieder mitbekommen hat, dass wir da sind. Oh Leute, da hinten ist schon Timmy, wir gehen mal kurz zu dem rüber. Yo Timmy, was geht ab? Na, was geht? Ich mach grad Inventur hier für dich. Ah, Inventur. Okay, sehr gut machst du das. Müssen wir ja machen, ne? Genau. Freut mich, dass du direkt schon wieder hier so am Start bist. Und ich werde dir natürlich die Tage, wo Crymax Security nicht da war, natürlich trotzdem bezahlen, ne? Ach, alles gut. Tut mir leid für die Umstände. Doch. Ja, super. Familie, dies, das, weißt du? Wir sind doch immer da. Als ich nicht da war, hat eigentlich irgendjemand angerufen? Gab es neue Aufträge oder sowas? Nee, bis jetzt noch nicht. War eigentlich ziemlich ruhig. Ich frag mich, ob mal wieder jemand kommt, sag ich okay. dir ehrlich. Alles gut, dann weitermachen, Timmy. Ich gehe mal in mein Büro rein. Vielleicht gibt's ja da Mails. Okay, Leute, let's go. Ich freue mich richtig, dass Crymax Security wieder da ist. Wenn ihr das Ganze auch feiert, dann lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Wir gehen jetzt mal kurz hier in unser Büro rein, Leute, und checkt mal, ob wir vielleicht irgendwelche Aufträge bekommen haben, irgendwelche verpassten Anrufe und so weiter und so fort. Wir checken das Ganze mal. Oh, Leute, warte mal. Das Telefon blinkt hier wirklich. Da ist, glaube ich, wirklich ein verpasster Anruf. Lass mal kurz hören, was mir die da draufgequatscht haben. Hallo, hier ist König Jamanjuntu. Und zwar, ich bin Crymax Security Firma. Ja, ich komm mal vorbei, wir machen einen Termin. Ja, super. Termin ist, ich komm morgen, 14 Uhr. Warte, Leute, morgen 14 Uhr? Also heute, das ist ja in 10 Minuten, kommt der schon vorbei. Hä, was hat er gesagt? König Chambumanchu? Hä? Leute, ich sehe gar nicht durch. Aber vielleicht ist das ja ein neuer, krasser Kunde, Leute, bei dem wir richtig viel Geld verdienen könnten. Das wäre natürlich richtig gut. Und der kommt auch gleich schon vorbei, Leute. Let's go, ich freue mich richtig drauf. Und Leute, in der Zeit, wo der Typ noch wartet, hier noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, Leute, ihr wisst ja Bescheid, ihr könnt jetzt mein Buch vorbestellen. Erscheint am 5. Oktober. Jetzt mal abchecken in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. So, okay, Leute, der müsste jetzt auch gleich hier schon ankommen bei uns. Ding. Oh, habt ihr es gehört? Ist das hier die Klingel oder was? Ich werde mal kurz hochfahren mit dem Lambo. Ey, Timmy, ich glaube, wir haben einen neuen Auftrag. Ja, soll ich mitkommen oder unten bleiben? Alles gut, bleibt unten, aber ich habe eine richtig gute Idee. Kannst du hier so salutieren? Stell dich mal hin und salutiere. Das kommt bestimmt gut, wenn dir gleich der Kunde ankommt. Okay, super, perfekt, Leute. Timmy macht sich hier bereit. Ich fahre mal kurz hier hoch. So, und zack, wer ist denn da oben? Hä? Alter, okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Rolls Royce, Leute. Ich glaube, das ist ein guter Kunde hier. So, oh, der macht denn die Tür auf. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, mein Name ist König Chamanchu. König Chamanchu, okay. Und wer ist der andere? Das ist meine rechte Hand, das ist Fufumatutu. Fufumatutu, hallo. Okay. Fufumatutu. Sie haben ja gestern auch angerufen, habe ich gesehen. Ja, richtig. Ich sehe gerade gar nicht durch, was ist das denn? Entschuldigung, Sie können Sie kurz mit mir kommen? Ja, okay. Könnten Sie einmal auf die Knie gehen vor unserem Kaiser? Hä? Einmal auf die Knie gehen? Einmal nur so, damit als Dankeschön und Hallo gleichzeitig, dass er da ist für Sie. Wäre echt nett, ja. Okay, alles gut, mache ich, ja. Hä? Leute, ist das irgendwie so ein König oder so? Der sagt, ich muss vor dem so auf die Knie gehen? Sehr gut. König, wie war noch gleich Ihr Name? Das ist mein voller Name. Okay, und was ist... Nennen Sie mich einfach König. Okay, König. Und von was sind Sie der König? Nun, ich habe meine eigene Insel, ja? Eine eigene Insel, Leute? Ja. Boah, also, achso, Sie kommen gar nicht hier aus dem Land Los Santos? Nein, ich komme ein Nebenland von Los Santos. Ah, okay, ja dann, steigen Sie gerne mal in Ihr Fahrzeug rein. Wir gehen jetzt mal in meine Security-Firma rein. Ja. Yeah. Okay, Leute, irgendwie sehe ich jetzt hier noch nicht so ganz durch, aber der Typ ist wohl irgendwie ein König oder so. Und der ist zumindest hier in einem Rolls Royce angekommen. Also, ich glaube, der hat gutes Geld, Leute. Vielleicht können wir richtig viel verdienen, wenn der uns einen Auftrag gibt, Leute. Also, so ganz sehe ich da noch nicht ganz durch, aber vielleicht lohnt es sich ja. So, ja, parken Sie einfach hier, genau. So, König Machuchu oder wie der nochmal hieß. Yeah. So, steigen Sie ruhig mal aus. Das hier ist mein Mitarbeiter Timmy, vor dem müssen Sie keine Angst haben. Herzlich willkommen bei Crymax Security. Bitte die Knie wieder, du. Oh, du musst vor den Niederknien. Natürlich, hier, bitte schön. Guter Junge, ja, fein, gut. Okay, ja, gut, dann möchte ich Sie mal bitten, mitzukommen. Dann können Sie mir gleich mal erklären, wie wir Ihnen Schutz bieten können. Jo. Alter, Leute. Ich merke es nicht, wie ich Ihnen Schutz bieten kann, sondern wie Sie bei mir Geld verdienen können. Okay. Ey, Leute, ich glaube, wir kriegen heute einen Auftrag von einem König, Alter. Das hört sich ja ganz krank an. Ja, ich möchte Sie bitten, einmal mit in meinen Konferenzraum zu kommen. Da werden wir alles planen.
So, wir gehen jetzt mal kurz hier in unser Planungszimmer rein. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was der uns jetzt hier für einen Auftrag geben wird. So, kommen Sie einmal hier hinten rein, genau. Ich bin echt langsam leid, ganz zu laufen. Ja, okay. Du trage mich. Okay, der lässt sich jetzt irgendwie von seinem Diener hier tragen, ja, oder was? Auf jeden Fall. Ich will auf deinen Rücken. Nimm mich Huckepack. Okay. Der sagt ihm gerade, er soll ihn einfach Huckepack durch die Gegend tragen, oder was? Ja, yeah, gut, so komm weiter. Also, ja, um mal ganz kurz das hier festzustellen, wie ja. Sie mir helfen können. Und zwar, ich habe leider sehr viele Nachrichten von Leuten, sehr bösen Leuten bekommen. Und ich müsste bitte einmal meine Insel, Nebeninsel, alles Mögliche, einmal bitte beschützen, ja? Wir sollen Ihre ganze Insel beschützen? Ja, richtig. Aber wenn Sie der König von der Insel sind, haben Sie nicht eigenes Sicherheitspersonal? Hier habe ich leider wegen Krieg und so musste ich meine Einheiten woanders hinschicken und deswegen habe ich mir gedacht, ich helfe mal den Leuten hier, die hier sässig sind, ne? Also okay. Dem niederen Volk mal ein bisschen helfen. Den Schmalspuren. Irgendwie ist der ein bisschen abgehoben. Schmalspur? Sagt man das bei Ihnen auch auf der Insel, Schmalspur? Ja, mein Opa hat das Wort damals erfunden. Ach, hä? Ich habe das Wort erfunden. Also ich glaube nicht, dass du älter als mein Opa bist. Ach, egal, Leute. Ja gut, aber gibt's irgendeinen Grund, warum Sie jetzt extra Security brauchen? Haben Sie Drohungen bekommen oder wie kommt das? Als weißer Mann auf meiner Insel ist natürlich klar, dass viele Leute Auge backen. Ja, okay, ich verstehe. Also ich sag Ihnen so, wie es ist, natürlich werden wir Sie gerne beschützen. Wir haben ja auch gerade keinen anderen Auftrag am Start. Aber Sie Geld haben ja... Geld ist kein Problem. Machen Sie einen Preis, schicken Sie raus, ich zahlen. Geld ist kein Problem, sagt er. Ja, weil das Ding ist, Sie sind ja auf einer anderen Insel. Das heißt, wir müssen erstmal unsere ganzen Security-Fahrzeuge auf Ihre Insel bekommen. Ja, um meine Fahrzeuge auf Ihre Insel zu bringen, brauche ich wahrscheinlich erst ein Frachtflugzeug. Und das haben wir noch nicht. Das heißt, das müsste ich erst kaufen. Das heißt, der Auftrag müsste mindestens 10 Millionen Dollar einbringen. Okay, der Auftrag bringt 11 Millionen. 11 Millionen? Dafür, dass wir Ihre Insel beschützen? Ja. Wow, Leute, das ist der größte Auftrag, den wir jemals hatten. Ich werde Ihnen mal kurz den Vertrag geben, okay? Ja. Puff, mal, tut, unterschreiben du bitte. Wow, Leute, ich gebe ihm jetzt den Vertrag. Wenn er hier unterschreibt, dann ist es rechtskräftig. So, einmal hier bitte unterschreiben, ja? So, okay, dann Dankeschön. War mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Du trägst mich bitte wieder zum Auto. Okay, Chef. Okay, der lässt sich jetzt irgendwie wieder zum Auto tragen. Ich werde Sie noch rausbegleiten, König. König Machuchu. So, sehr gut, der Junge. Der lässt sich einfach von seinem Diener durch die Gegend tragen. Ey, Leute, was ist das für ein König und was hat er vor allem für eine eigene Insel? Ich bin ja richtig gespannt, Leute. Und aber vor allem auch, wird der Typ bedroht oder so? Wir müssen auf jeden Fall mal richtig aufpassen, weil das muss wohl auf jeden Fall einen Grund haben, wenn er uns hier bucht. Heute wird iCramic Security einen König beschützen. So, wir bringen den jetzt noch kurz hier zum Auto. Ich werde ihm jetzt natürlich auch hier die Tür aufhalten, so wie es das gehört, hier so. Zack, einmal hier schön die Tür aufheben. So, jetzt stellen wir uns daneben, dann wirkt das hier so seriös. So, der König, hier können Sie gleich einmal einsteigen. Ja, natürlich. So, sehr gut. Okay. So, ich habe Lust zu fahren. Okay, jetzt fährt der hier jetzt sogar. Wird Gas gegeben. Okay, dann, so, wir kommen morgen bei Ihnen vorbei. Der schrottet einfach den Rolls Royce. Dem ist, glaube ich, alles egal, wie viel Geld hat der Typ denn. Tschüss. Tschüss. Ey, die Tür ist, glaube ich, hier noch zu. Aua. Oh, warte, ist der Bunker zu? Haben wir den Bunker? Oh. Warten Sie, der Bunker geht mit Sprachsteuerung. Warten Sie. Ach so. Ey, Leute, Alter, der schrottet ja den ganzen Rolls Royce hier. Ja, perfekt, super, genau. Guck mal, du bestell bitte drei neue Rolls Royce, ja? Tschüss. Danke. Ja, ja. Alter, Leute, wir haben einen fetten neuen Auftrag von einem König. Der will, dass wir ihn auf seiner Insel beschützen. Das Ding ist jetzt nur, Leute, wir haben zwei Helikopter, wir haben Boote und so weiter und so fort. Aber wir brauchen ein riesiges Flugzeug, um überhaupt unsere Fahrzeuge auf die Insel zu bringen. Also heute haben wir wieder richtig was zu tun. Timmy, wir haben einen fetten neuen Auftrag, 11 Millionen Dollar. Aber wir brauchen erstmal ein Flugzeug. Komm mit, wir gehen direkt mal zum Flugzeughändler. Wir brauchen ein richtig fettes Frachtflugzeug. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder schön einkaufen gehen. Am besten, weißt du was? Wir sind doch hier direkt neben der Militärstation. Vielleicht verkauft uns das Militär ja ein Frachtflugzeug, weil wir brauchen so ein richtig großes auf jeden Fall. Richtig guter Panzerung und so. Ja, ja, genau, genau, wo wir richtig viele Fahrzeuge mit transportieren können. Wir fahren jetzt einfach hier mal direkt zur Militärbasis rüber. Vielleicht verkauft uns da der General ja ein Flugzeug. Mit dem verstehen wir uns ja eigentlich ganz gut. Oh, Leute, ich hoffe, der General wird hier so einen Deal mit uns machen, weil eigentlich verstehen wir uns ganz gut. Der hat uns ja auch den Bunker hier vermietet. So, einmal hier schön reinfahren. Guten Tag, Soldat. Ich würde gerne einmal zum General gehen. Was wollt ihr? Ja, okay, ist ja gut. Alter, ey, wie redet der denn? Wir fahren mal hier zur Hauptsteuerzentrale.
Vielleicht ist der direkt mal hier in dem Haus drin. So, meinst du wirklich, hier ist der General? Vielleicht ist der irgendwo anders oder so? Ich weiß es nicht, aber hier ist ja die Hauptsteuerzentrale von der Militärbasis. Stimmt, hier. Du hast recht. Lass mal klopfen. Hallo, ist da jemand? Hallo, ist jemand hier? General, hallo. General! Oh, da ist er ja. Guten Tag, Grimmix, guten Tag. Ja, guten Tag, General. Freut mich, dass wir uns mal wieder sehen hier. Ich habe einen riesen Auftrag. Oh, sehr gut, Timmy, dass du salutierst. Ich habe einen riesen Auftrag von einem König bekommen, von einem König von der Insel, Cayo Perico oder so. Dafür brauche ich ein Frachtflugzeug. Ich würde gerne Militär eins abkaufen. Ja, also abkaufen. Ja, ich zahle auch 10 Millionen dafür. Nicht. 10 Millionen? Ja, dann steig mal ein in euer Fahrzeug oder bei mir. Mir egal. Okay, wir fahren mit unserem Fahrzeug hinterher. Ich will mit dem General fahren. Ja, okay, Timmy. Ey, Leute, ich glaube, der wird uns eins verkaufen. Das hat sich gerade zumindest mal nicht nach einem Nein angehört. Das wäre ja mal richtig gut. Oh, wir kaufen einfach ein Flugzeug von der Militärbasis ab, Leute. Let's go. Okay, wo fährt der denn jetzt hin? Wir werden ihm jetzt einfach mal hier hinterherfahren. So, hier schön durch. Das hat auf jeden Fall seine Vorteile, so gut connected hier mit dem Militär zu sein. Oh, ja, genau sowas brauchen wir. So ein riesen Titan-Flugzeug. Also ja, ich könnte den hier verkaufen, ne? Ja, genau sowas habe ich mir vorgestellt. Wie viele Fahrzeuge passen denn da rein? Boah, also komm mal mit, ich kann sie die Luke mal öffnen, ne? Genau, können Sie mal die Luke öffnen, das wäre super. Dann können wir mal gucken, ob wie viele da reinpassen. Du siehst ja, das Fahrzeug ist ein bisschen größer, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also guck mal, wenn ich die Luke jetzt aufmache. Also ich denke, so ein, zwei Fahrzeuge kriegen wir da auf jeden Fall rein. Ja, krieg mal rein, ne? Mhm. Boah, Max, wir können auch... Wir können doch Acrimic Security damit vergrößern. Schauen, wie viele Leute da reinpassen. Ja, das ist richtig gut. Stimmt schon, ja. Ja, 10 Millionen wäre mein Angebot. Kann ich dafür zahlen, ja, klar. Machen wir? So, ja, super. Dann hier ist meine Karte. Können Sie einfach abbuchen. Perfekt, mach ich. Ich würde das Flugzeug direkt hier mitnehmen, ja? Ach, und noch was. Können wir da eventuell auch hier die Start- und Landebahn der Militärbasis nutzen? Ja, können wir machen. Weil, perfekt, super, weil wir haben ja keine eigene. Dann lassen wir den Flieger... Bringen Sie es los? Nee, ich würde dann noch ein Fahrzeug kurz holen. Dann laden wir gleich erst ein, dann nutzen wir das alles hier. Alles klar, ja, okay. Perfekt. Super, danke. Oh, Leute, wir haben gerade für iGravic Security ein Flugzeug gekauft, ein Frachtflugzeug. Wir haben jetzt eigentlich schon fast alles. Uns fehlt eigentlich nur noch ein Kampfjet, Leute. Dann haben wir ja alles an Fahrzeugen, was geht. Ey, das ist ja richtig krass. Wir fahren jetzt nochmal kurz zurück, weil wir brauchen noch ein zweites Fahrzeug, das wir Timmy dann fahren. Und dann werden wir losfliegen zu der Insel von dem König. Und dann wird unser Auftrag starten, Leute. Let's go. Oh, Leute, jetzt haben wir hier zwei iGravic Security gepanzerte G-Klassen. Let's go. Oh, aber wisst ihr, was wir eigentlich auch noch hart auf hart machen müssen? Wir müssen natürlich den Titan auch noch hier in unserer iCramic Security Farbe umlackieren. Oh, bisschen falsch gefahren. Genau, Timmy, hier lang. So, sehr gut. So, das hier war unser Flugzeug, was wir gekauft haben. Auch echt korrekt von dem Channel, dass wir hier die Landebahn nutzen dürfen. So, jetzt würde ich sagen, Timmy, mach dich bereit, gleich die erste G-Klasse reinzufahren. Ich werde mal die Luke öffnen. Und Leute, alles ich würde klar. aber sagen, wir werden den Wagen jetzt oder den Titan noch hier kurz einmal umlackieren, damit der auch in iCramic Security umlackiert ist. Okay, Timmy, pass auf, du kannst da jetzt reinfahren und dann kannst du die Fahrzeuge da drin auch befestigen, ja? Das ist ganz wichtig, dass du das machst. Und fahr ganz rechts, damit du dann noch aussteigen kannst mit deiner Tür. Mach ich. Oh, das ist sehr echt gut. Jetzt befestigen. Befestigen, sehr drücken. Sehr gut, habe ich. So, okay, und jetzt aussteigen. Sehr gut. Hast du das Fahrzeug auch befestigt? Nicht, dass es gleich rumfliegt. Dem Flieger. Nee, wurde befestigt, definitiv. Okay, sehr gut, wichtig, weil sonst stürzen wir ab. So, gut. Jetzt fahren wir noch die zweite. Oh, das wird ein bisschen eng. Jetzt fahren wir noch die zweite G-Klasse rein. So, Auto festgeschnallt und aussteigen. So. Okay, jetzt haben wir die zwei G-Klassen da drin befestigt. Sehr nice. Die raken jetzt hier ein bisschen raus, aber ich glaube, wenn wir die Laderampe hochfahren, dann wird das schon funktionieren. Okay. Ich glaube auch. Timmy, ich fahre jetzt mal kurz die Laderampe hoch hier. So, und okay, das sollte funktionieren. Ja, perfekt. Alles drin verladen. Okay, Timmy, da würde ich sagen, jetzt los. Die Mission startet. Rein in den Flieger. So hier. Mach hier ich die Klappe auf. Zurückgeflogen, oha. So, du bist jetzt mein Co-Pilot, Timmy. Kriegst du das hin? Alles klar, check, krieg ich hin. Sehr gut. Oh mein Gott, Leute. Ich bin noch nie so ein riesen Flugzeug geflogen mit zwei geladenen, gepanzerten G-Klassen drin. Wir müssen jetzt hier ich habe eine Laterne umgefahren. Jetzt müssen wir erstmal hier aufpassen, dass wir nichts umfahren. So schön. Max, hast du eigentlich schon mal so ein riesen Flugzeug geflogen, ey? Nee, noch nie. Ich hoffe, ich mach's nicht kaputt. Mann, ey, bitte nicht. So. Wir müssen da nicht hinfliegen zu einer Insel. Oh Gott. Ja, auf einer Insel ist das. Oh, ich bin gespannt, ey. Aber du machst das echt gut. Das sieht gut aus, oder? Oh, danke. Und let's go. Oh mein Gott, es funktioniert, Leute. Die G-Klassen sind befestigt. Die wippen nicht rum. Laderampen.
oder hier die Räder reinfahren und wir sind auf dem Weg, Leute. Wir werden jetzt auf die Insel des Königs fliegen und ihn dann beschützen und unseren Auftrag erledigen, Leute. Let's go. Oh, Timmy, da vorne ist die Insel. Wir werden jetzt hier landen. Groß aus. Oh mein Gott, bitte keine Bruchlandung. Ja, warte, ich gebe mir Mühe. Okay, bremsen, bremsen. Oh, wir sind noch sehr, sehr schnell. Okay, Räder rausfahren, die Räder rausfahren. Du musst bremsen. Alles gut, alles gut. Und ich lande sehr sachte. Wow, perfekt gelandet, Leute. Das war echt eine gute Landung. Let's go. iCrimex Security ist jetzt auch international unterwegs hier. So, jetzt fahren wir noch hier bis ans Ende der Landebahn vor und werden jetzt hier erstmal schön das Riesenflugzeug parken. So, sehr gut, Timmy. Dann würde ich sagen, aussteigen. Los, let's go. Die Mission startet jetzt hier. Ab jetzt hier höchste Vorsicht. Gut aufpassen, ob hier irgendwie Leute sind, die dir vielleicht komisch vorkommen, weil die gesamte Insel gehört dem König. Sobald hier irgendeiner komisch rumläuft, haben wir hier quasi die Befürchtung, dass er irgendwas dem König antun will. Okay, ich würde sagen, wir laden jetzt erstmal die Autos raus. So, Timmy, ich steige hier in den ersten ein, du nimmst den zweiten. Alles klar. So, hier schön rein hier in die erste G-Klasse, Auto abschnallen und los. So, das erste Auto ist rausgeparkt. Timmy, jetzt bist du dran. Na, das ist auch ein Kinderspiel. Zack und raus hier. Whoopi. Okay, ganz wichtig, wir werden in Kolonne fahren, ja? Wir wissen nicht, was uns hier auf der Insel erwartet. Vielleicht sind hier irgendwie auch Aufständige, die uns angreifen oder sowas. Wir werden jetzt gemeinsam in Kolonne zum Anwesen des Königs fahren. Check, check. So, okay, wir machen auch mal Funkcheck. Check, check. Timmy, kannst mich hören? Check, check. Yes, bis jetzt alles sehr gut. Sehr gut. Check, check. Okay. Leute, bis jetzt hier auch noch alles ruhig. Wir fahren jetzt mal weiter. Okay, Leute. Timmy, immer schön aufpassen. Immer schön wachsam sein. Man weiß nie, was uns hier erwartet. Oh mein Gott. Hinterhalt. Wir sind in eine Mine reingefahren. Pass auf. Oh mein Gott. Wir stehen unter Beschuss. Timmy, wir werden angegriffen. Schütz dich, Max. Alles gut. Zum Glück sind die G-Klassen gepanzert. Oh mein Gott. Okay. Timmy, wir bauen ein Schutzschild mit unseren G-Klassen. Oh, yes, komm hier. Straßenblockade aufbauen. So, zack, zack, zack. Schnapp dir eine Waffe. Hab eine. Und zack, los, Junge. Oh Mann, die sind echt richtig gut, ey. Oh Mann. Okay, der Schütze ist erwischt. Oh Gott. Haben wir beide? Ich glaube, wir haben beide. Der lebt noch. Schieß auf die Beine. Der muss leben. Timmy, du Idiot. Ich hab doch gesagt, nur auf die Beine. Ich wollte ihn noch verhören, ey. Warte mal. Ich glaube, der andere lebt aber noch. Warte mal. Oh, der lebt noch. Rede, was wollt ihr? Warum habt ihr uns angegriffen? Fremde. Was heißt hier Fremde? Was wollt ihr? Warum habt ihr Waffen? Okay, Leute, irgendwie hat er nur irgendwie Fremde gesagt. Vielleicht greifen die irgendwie jeden an, der irgendwie hier nicht von der Insel kommt oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ganz komisch, was hier abgeht. Alter, zum Glück haben wir diese gepanzerten G-Klassen. Allein schon wegen der Mine, wo wir reingefahren sind. Wäre das ein normales Auto, wäre das direkt explodiert. Hier, die G-Klasse hat nur ein paar kleine Kratzer abbekommen. Alles gut. Okay, Timmy, wir fahren weiter zum Haus des Königs. Pass immer schön wachsam sein. Ich glaube, du hast gemerkt, wir wissen nie, was hier abgeht. Wir fahren weiter in Kolonne. So, okay, Leute, irgendwie, ich weiß nicht, worauf wir uns hier eingelassen haben. Hier andere Länder, andere Sitten. Ich glaube, hier geht das noch viel brutaler ab, als es hier in Los Santos der Fall ist. Hier auf Cayo Perico. Das ist hier wirklich eine Spezialmission für iCrimex Security. Check, check, Max, ich glaube, das Auto kam mir bekannt vor. Check, check, wie meinst du, das kam mir bekannt vor? Das Auto, wovon die uns angegriffen haben, das kam mir voll bekannt vor. Das hat ja auch so eine komische Organisation, Mann. Ich weiß aber nicht mehr welche, Mann. Okay, komisch. Gut zu wissen. Falls dir einfällt, sag Bescheid. Alles klar. Okay, so, wir fahren hier weiter. Oh, okay. Bin hier ein bisschen von der Straße abgekommen. Boah, Leute, ich glaube, da unten ist das Anwesen von diesem König. Holy moly, man sieht da schon richtig viele Sportwagen. So, wir fahren jetzt hier direkt mal durch. Der weiß ja, dass wir kommen. Alles gut. So, sehr gut. Oh mein Gott, hat der viele Sportwagen hier. Alter, bei dem läuft der richtig. Oh, da zielt jemand mit einer Waffe auf uns. Hey, alles gut. Wir wurden vom König beauftragt. Ja, ihr seid die iCrimex Security. Genau, iCrimex Security. Wir wurden beauftragt vom König hier. Servus. Ja, willkommen im Paradies. Okay, Alter, was hat der hier alles für Autos stehen? Der ist ja richtig krass hier, der König von Cayo Perico. So, werden wir jetzt hier reingelassen oder was? Ja, natürlich. Oh, Alter, der hat hier so fette doppelte Stahltore. Der hat ja eine richtige Festung hier, der König. Oh, das ist sein Anwesen hier. Alter, ist das krass. Oh, Leute, der König steht hier. Gehen Sie vor. Guten Tag, Gut. König. Guten Tag. Ah, Timmy, beug dich. Ja, natürlich. Moment. Hier, bitteschön. So. Gut gemacht. Herr König, was ist denn hier bei Ihnen auf der Insel los? Wir wurden gerade eben schon angegriffen. Ah, also sind nicht die Vorhut. Das ist die Vorhut, die angekommen ist, ja? Also es gibt ja Leute,
die uns hier stürzen wollen, mich stürzen wollen. Okay. Und kann sein, dass jetzt, also ich brauche sie erstmal heute, erstmal als hier Schutz für mein Anwesen. Okay, okay. Und ab morgen soll wohl die gegnerische Armee ankommen. Das heißt, ab morgen sollen wir dann Armee? Die ganze Insel beschützen? Ja, eine meiner Generals hat schon einen Lageplan fertig gemacht, in welchen Stützpunkten jeweils die Wellen einrichten werden. Okay. Da müssen sie morgen ein paar Vorbereitungen treffen und dann die Wellen abwehren. Alles gut, das kriegen wir hin. Heute kümmern wir uns erstmal um ihr Anwesen. Ich würde sagen, mein Mitarbeiter und ich, wir werden uns hier erstmal einen Überblick verschaffen und gucken, wo es eventuelle Schwachstellen hier auf dem Anwesen gibt. Und dann schauen wir, dass hier niemand reinkommt, ja? Eins meiner Gäste habe ich das auch schon für Sie eingerichtet. Oh, oder? Super. Okay, vielen Dank, König, ja? Ja. Yeah. So, wir machen uns einen Ciao. König. Ciao. Okay, Timmy, mitkommen. So, Leute, wir müssen jetzt hier das Anwesen von diesem König beschützen. Timmy. Yes. So, pass auf. Wir werden uns jetzt hier umschauen und wir werden jetzt gucken, ob hier irgendwelche Schwachstellen sind auf dem Anwesen, okay? Du wirst die Zäune entlanglaufen, gucken, ob es hier irgendwie Möglichkeiten gibt, hier einzudringen, ja? Wir müssten die Dächer auch besser absichern. Die Dächer zum Beispiel auch, ja, Sir, das ist auch schon ein guter Call. Ja, ja. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Okay, super, danke. Aber alles gut, ich mache das schon, ja. Beschützen Sie einfach den König. Wir gucken hier für die Sicherheit. Okay, Leute, wir müssen uns hier einen Lageplan machen. Das Ding ist, wir haben natürlich auch nicht unsere Helikopter und sowas hier dabei, was wir sonst alles haben. Ich werde mich jetzt hier mal umgucken, ob es hier irgendwelche Schwachstellen gibt, wie der König hier eventuell angegriffen werden kann. Aber das sieht hier eigentlich an sich schon relativ sicher aus, Leute. Okay, Timmy, wir müssen auf jeden Fall die Dächer besser sichern. Ich will auf jeden Fall auch einen Scharfschützen da oben auf dem Turm haben, der hier die Einfahrt auch überwacht. Boah, ab morgen und so, damit wir hier die ganze Insel im Überblick haben. Ja, am besten so einen Scharfschützen. Hä? Hörst du das? Was ist das denn? Hier schießt jemand, hier schießt jemand. Da unten Angreifer. Wie konnten die hier auf das Anwesen kommen? Schieß. Wie kann das sein? Okay, ich werde jetzt Sprengladung einsetzen. Sprengladung. Komm. Die dürfen nicht überleben. Wo sind die hin? Da vorne. Nach links. Okay, hab sie erwischt. Check, hab sie erwischt. Check, alles clear hier, alles gut. Check. Oh Mann, okay. Ey. Warte mal, da hinten hat, glaube ich, noch einer gelebt. Okay, ich glaube, jetzt ist er spätestens weg. Okay, oh mein Gott, Alter, wir müssen wirklich aufpassen. Die Autos werden gleich an die Luft gehen. Check. Das ist egal, der hat genug Geld, der König. Das ist egal, aber ey, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, weil wir sind jetzt gerade eben erst angekommen und das waren jetzt schon zwei Angriffe hier auf den Palast von dem König. Das wird auf jeden Fall eine richtig große Mission, hier die ganze Insel zu beschützen. Leute, wenn ihr davon mehr sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie wir hier die ganze Insel beschützen, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymix.